Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rejuvenation. Letztes Mal sich Team Zen als Geist ausgegeben und dafür gesorgt, dass wir schuldiger aussehen, als wir eigentlich sind. Dann wurden wir gerettet und wieder hier im Turm. Thank you.
Das Ding im Flur war da vorher nicht. Und ich wusste das. Ich gehe regelmäßig hin, um nach Schätzen zu suchen. Ja, was der auch immer ist, ich möchte es sehen. Weil ich neugierig bin. Ich nehme an, dass man durch die Wisp dann irgendwann Kopfbock bekommen kann. Die Statue hat keinen Kopf. Ich glaube, ich habe endlich das Ende erreicht. Wer ist da? Lass mich raten, du bist Team Zen, ein Executioner Laxeta. Du weißt, wer Zeta ist. Du musst einer von Elvis kleinen Freunden sein. Du hast Eva in Amethyst Höhle gekämpft, richtig? Das stimmt. Ich habe an der Seite meiner 12 Freunde gekämpft, damit wir uns retten. Aber wir haben damals versagt. Das werde ich ja nicht nochmal wiederholen lassen. Meinst du, Melia? Ja, das war unglücklich. Aber ihr Tod wird uns nicht davon anhalten, unser Ziel zu erreichen. Wie ist umsonst gestorben, einzelne dieser Tod. Das ist wirklich schrecklich. Ihr Tod habe ich nicht aufgehalten, aber ich will. Bist du dir sicher? Ja, zum Glück für mich, ja bereits, was ich hergekommen bin. Ich brauche keinen Test, um zu sehen, was ich kann. Das ist ein kleines Spielspiel. Was war das? Das wird schon spaßig werden. Sie haben ein ganzes Labor und Service Bee Tower. Ich hatte höchstens einen Schrank erwartet. Eine ganze Basis. Dafür bin ich nicht bereit. Was ist dieser Ort? Bist du nicht die Besitzerin von diesem Turm oder irgend sowas? Ich dachte, von allen Leuten bist du das. Ja, mein Mann Sirius war der Besitzer. Ich hatte kein Wissen von diesem Ort. Seltsam. Warte mal, ich kenne dich. Nein, du bist nicht. Du bist auch die Sonnenruhe Stift, der ständig vom Pokémon-Markt stiehlt. Ich nur das, was auch die Dorfbewohner ohne Grund angegriffen. Hey, wenn dies nicht so einfach machen würde, gut zu werden, dann muss man sich keine Sorgen machen, Ma'am. Er ist halt mich von dieser gemeinen Hexe gerettet und ich habe ein neues Blatt angenommen. Ist das so? Und dann werde ich deine vergangenen Vergehen übersehen, Verstehst du übersehen. Da sollten wir erstmal hier investieren, um den Zweck des Areals herauszufinden. Wolf oder von sprechen, ja, was hast du zu ihm rennen? Er sagte, er wollte hier nach Bisbee Tower gehen, um Team Zen zu besiegen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Sieh, dann sollten wir ein Auge hier auch vor ihn offen haben. Er braucht vielleicht deine Hilfe. Siehst du die Icons von oben links? Das bedeutet, dass du Partymitglieder hast. Wenn immer diese Icons erscheinen, bedeutet das, kannst du im Gruppengespräch teilen. Also, oh, deshalb habe ich doch gehört, dass es sowas in Telt-Spielen gibt. Aber es ist interessant, dass es hier auch gibt. Ah, okay, du musst. Ah.
Warum nicht? Ja, die Leute, die das Labor kontrollieren, besitzen, machen ja nicht gerade sauber. Ich fand es schwer zu glauben, dass Leute ihr Quartier so zurücklassen. Die Zeit ist da schuld. Hast du gerade einen Flucht gelegt? Nein, ich habe nur eine Sprache von Carlos gesprochen. Oh, glaub, Glück. Ich dachte schon, ich lebe 300 Jahre als Zigzagu. Das ist eine wilde Fantasie, Musli. Kann ich hier auch mal trainieren, dass die dann verlernen, habe ich ein Pokémon mit Lichtschild 1 mit Reflektor. Ich kann ja noch nicht. Ich hatte vergessen. Die Heilung hier in der Nähe.
es einmal einen Angriff nicht resistiert. Sollte was im Schwarz sein. Okay, das ist nur einmal pro Raum dann. Das ist dann gut zu wissen.
weiß nicht, was du hier tust. Was hat dieser Monitor zu sagen? Upa, das ist Michis Pokémon. Das Traum. Ja, das ist ein Raum, mit den sechs Rennen, die es direkt verzerren kann. Mit Upa könnten wir neue Dimensionen und größere Höhen erreichen. Ja, die Leute hier wollten was Macht nutzen, um durch Dimensionen zu reisen. Aber für was Grund, ich weiß nicht. Was ist das für... übersehen, dass sie... was habe ich... Passwort unbound. Du wirst immer langsamer, wenn wir eine Ecke erreichen. Es liegt daran, dass ich einen Film gesehen habe. Eine Frau. Das Licht zerstrahlt wurde, als sie um eine Ecke bog. Ich lasse nicht zu, dass das mir passiert. Ich werde bei jeder Ecke vorsichtig sein. Das ist überhaupt nicht die Antwort, die ich erwartet hätte. Ist es okay oder werden wir jetzt da trinken? Das Wasser scheint ja schon seit Jahren zu sein. Es scheint bestimmt eine Art Abfluss zu sein, den wir nicht sehen können. Glaubst du, es ist sicher, dann hier zu schwimmen? Nicht unbedingt. Jetzt könnte sein, dass Wood Elvis da reinspringt und dann durch Kabel, die wir nicht sehen, trainiert werden. Das ist ein komplett anderer Raum.
was für ein Discover-Pokémon. Heißt das, dieses Pokémon zu der Welt der Geister? Vielleicht könnte Menschheit den Tod vermeiden, wenn sie in sein Haus gehen. Denn der Seelen zu erobern bedeutet, Menschheits größte Schwäche zu erobern. Und die Person unterschreibt, möchte für immer leben. Er möchte halt das nutzen, um den Denn der Seelen zu erreichen. Oder, um es kurz zu sagen, Unsterblichkeit zu erreichen. Das Passwort hier ist Soul. Keine Sorge, ich habe das nicht vergessen, dass wir noch ein Gruppengespräch haben. Was machst du da? Schau nach, ob das Computer irgendwelche Spiele hat. Spiele, ist das wirklich das, was wir brauchen? Du bist gestresst. Elvis könnte gestresst sein. Ich bin definitiv gestresst. Ich glaube, es hilft uns. Wir sehen uns am nächsten Mal, bis dann, einen schönen Tag.